Wanna Teach Learning While Reading by Dominik Wexenberger. Kapitel 23 Das Wetter. Text 1. Wie wird das Wetter nächste Woche? Am Montag wird die Sonne scheinen. Es wird sonnig und es wird warm. Der Himmel wird wolkenfrei sein. Es wird keine Wolken geben. Es wird auch keinen Wind geben. Am Dienstag wird das Wetter schlechter. Es wird bewölkt und es wird windig. Es wird regnen und es wird kälter. Am Mittwoch wird es ein Gewitter geben. Es wird blitzen und donnern. Es wird hageln und regnen. Der Regen wird sehr stark. Die Sonne wird nicht scheinen. Am Donnerstag wird es besser. Der Wind wird schwächer, die Wolken weniger und der Regen wird aufhören. Am Nachmittag wird es sonnig und wärmer. Das Wochenende wird schön. Die Temperaturen werden steigen und es wird sonnig und warm. Es wird nicht regnen und es wird das ganze Wochenende trocken bleiben. Die Leute werden an den See fahren und im Park spazieren gehen. Das wird ein super Wochenende. Text 2. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Wetterbericht. Ich präsentiere Ihnen das Europawetter. Im Süden Europas, in Rom, in Athen und in Ankara, wird die Sonne den ganzen Tag scheinen. Im Osten Europas wird es Wolken geben. Der Himmel wird stark bewölkt sein, aber es wird auch Sonnenschein geben. Es wird im Nordosten Europas regnen und gewittern. Aber es wird auch ein bisschen Sonne geben. In der Mitte Europas wird die Sonne scheinen. Aber es wird auch bewölkt sein. Im Nordwesten Europas wird es regnen. Und im Südwesten Europas wird es sehr heiß sein. Aber es wird auch sehr starke Gewitter geben. Text 3. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich präsentiere Ihnen das Wetter für die kommende Woche. Am Montag wird es abends Gewitter haben. Es wird regnen, es wird blitzen und es wird donnern. Es wird um die 15 Grad warm werden und wir erwarten Winde um die 20 km/h. Am Dienstag wird es sehr warm. Die Sonne wird scheinen. Es wird um die 29 Grad warm und es wird ein schwacher Wind wehen. Am Mittwoch wird es bewölkt sein und es wird ein bisschen sonnig. Es wird um die 21 Grad warm. Am Donnerstag wird der Himmel stark bewölkt sein. Es wird kaum Sonne geben und es wird ein bisschen kühler. Die Temperaturen werden um die 13 Grad betragen, bei starkem Wind. Nehmen Sie den Regenschirm mit. Am Freitag wird das Wetter wieder besser. Bei wolkenlosem Himmel und Sonnenschein steigen die Temperaturen bis auf 25 Grad. Auch das Wochenende wird warm und sonnig. Am Samstag steigen die Temperaturen weiter bis 30 Grad. Es wird sehr heiß und es wird kaum Wind wehen. Und auch am Sonntag werden wir strahlenden Sonnenschein haben. Fahren Sie an den See oder ins Grüne und verbringen Sie den Tag im Freien. Genießen Sie das wunderbare Sommerwetter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Text 4. Ich fahre im Herbst nach Deutschland, um ein halbes Jahr dort zu studieren. Wie wird das Wetter während dieser Zeit? Im Herbst und im Winter wird es in Deutschland sehr kalt. Das Wetter wird ab September von Tag zu Tag schlechter. Du wirst warme Kleidung brauchen. Die Tage werden regnerisch und neblig sein. Am Morgen wirst du kaum die Straße sehen, weil der Nebel so dicht ist. Es wird sehr feucht und kalt. Es wird sehr früh dunkel und sehr spät hell. Außerdem wird es nachts schon Frost geben. Die Temperaturen werden in der Nacht unter 0 Grad fallen. Im November wird es den ersten Schnee geben. Es wird nicht viel schneien, nur ein bisschen, und der Schnee wird nicht liegen bleiben. Der Boden wird noch zu warm sein. Im Dezember wird es richtig schneien. Die Temperaturen werden auf minus 10 Grad fallen und der Schnee wird liegen bleiben. Die Seen und manchmal auch die Flüsse werden gefrieren. Du wirst sehr warme Kleidung brauchen. Du wirst einen dicken Mantel, Handschuhe, einen Schal und eine Mütze brauchen. Es wird sehr kalt. Alles wird weiß sein. Aber du wirst auch viel Spaß haben. Du wirst im Schnee spazieren gehen können. In den Bergen wirst du Ski fahren können. Und auf den gefrorenen Seen wirst du Schlittschuh laufen und Eishockey spielen können. Du wirst sicherlich auch die Abende auf dem Weihnachtsmarkt genießen. Du wirst heißen Tee trinken und leckere Bratwürste essen. Du wirst abends vor dem Kamin sitzen und heißen Glühwein trinken. Du wirst das Wetter lieben lernen, ganz bestimmt.